Tag ihr Lieblingsfreunde, euer Görgi am Start. Ich hoffe, ihr seid froh und munter ins neue Jahr gestartet, habt euch ein paar Vorsätze gegönnt, die ihr jetzt auch einhalten werdet, vor allem sportlicher Sicht. Ist natürlich alles nicht so einfach, wenn die Fitnessstudios noch zu haben, aber wir sind mal guten Mutes, dass das Ganze mal wieder bald funktioniert, auch ins Gym zu gehen. Und ich dachte, wir starten einfach hier auch ins neue Jahr mit einer kleinen Fragerunde mal. Ich habe immer sehr, sehr schöne Fragen und mache heute mal so einen etwas kürzeren Schnelldurchlauf, um euch als Community da auch mal ein bisschen mit einzubeziehen. Die erste Frage hier von Andy, die oder die, wie auch immer. Ich finde, das ist immer so sehr kritisch. Bringen Gymschließungen mehr Menschen um als Covid-19? Nein. Also das ist an dieser ganzen Diskussion, was ich nicht verstanden habe. Ich bin ja auch so einer, der sehr, sehr gerne ins Fitnessstudio geht, also jeden Tag eigentlich, der das komplett nutzt, der sich als Erster wahrscheinlich von vielen freut, wenn die Dinger wieder aufmachen. Boah. Taco, dieses ganze Video zerstört, Taco. Was ist los? Hunde, ey. Richtiger Kleffer haben wir uns da angezüchtet, ey. So, Fitnessstudio. Bringen die Schließung mehr Menschen um als Covid-19? Nein. Also, so, man kann jede Meinung haben. Ich habe auch 2020 gelernt, so, ich habe meine Meinung, andere Menschen haben ihre Meinung und man muss sich auch bei bestimmten Dingen wahrscheinlich nicht entgegenkommen, weil das nicht funktioniert. Ich bin aber der Meinung, man kann auch ohne Homegym, wie ich das mir jetzt eingerichtet habe, im ersten Lockdown habe ich es auch mit ein paar Gummibändern geschafft, mich fit zu halten. Man kann laufen gehen, man kann tatsächlich viel machen. Es gibt viele Leute, die sportlich aktiv und fit und gesund sind, ohne dass sie ins Fitnessstudio gehen. Natürlich ist es für alle scheiße, auch für mich. Aber keiner muss mir erzählen, dass er 200 Kilo Kniebeugen oder Kreuzheben machen muss, um gesund leben zu können. Und ich finde es immer auch ein bisschen komisch, wenn vor allem die meisten, die dann so darüber reden, dass es halt so schlimm für die Gesundheit ist, dass die Gyms zu haben, selber komplett zugestopft sind bis oben hin und sich irgendeine Scheiße in den Körper spritzen und dann erzählen, sie brauchen das Fitnessstudio, um gesund zu leben. Ist meine Meinung so, ne? Nichtsdestotrotz wünsche ich mir natürlich, dass die Dinger wieder aufmachen, aber nein, ich bin nicht der Meinung, dass die Gymschließung mehr Menschen als Covid-19 umbringen. Das sind eher Sachen, die vielleicht teilweise daraus resultieren können, aber nicht nur aus der Gymschließung. Das sind natürlich Depressionen, mentale Absacker, die dann natürlich weiterführend irgendwie nicht zum Tode führen, aber natürlich Menschen krank machen, ne? So, next one. Warum so viel Werbung in letzter Zeit? Gefühlt jede zweite Story ist voll und die Videos auch. Werbung? Hä? Was seht ihr denn da? Also ich sehe keine Werbung. Weiter. Nein, Quatsch. Leute, das ist mein Produkt. Da habe ich Jahre dran gearbeitet an der Fitnessanleitung. So. Die Gummibänder, die Resistance-Bänder, die ich auch verkaufe, die kann man halt gerade mega nutzen. Und das ist halt so, auch wie ich mein Geld verdiene. Ich finde, es gibt auf Social Media und YouTube viele Wege, wie man auch Geld verdienen kann, die in meinen Augen viel uncooler sind, als wie ich das mache. Ich verkaufe ein Buch, ein paar Fitnessbänder, hier so diese Energy-Shots oder die Shots. Das sind Sachen, die man anwerben kann in meinen Augen, weil sie zu mir passen und euch eventuell einen Vorteil bringen können. Und dementsprechend finde ich es gerechtfertigt. Jeder muss Geld verdienen. Ich mache das lieber so, ne, mit einem ehrlichen Weg, dass ich euch zeige, was ich hier habe, wie so ein Buch. Anstatt euch irgendwie so ein, hier, gib mal deine E-Mail-Adresse, mach irgendeinen Video-Online-Kurs und ich ziehe dir das Geld aus der Tasche und am Ende ist ein Schneeballprinzip dahinter und du hast gar nichts davon. Also es gibt verschiedene Wege zu werben. Ich habe mich zu dem entschieden. Ich finde es okay, es passt zu meinem Content, wenn man ein Fitnessbuch verkauft, wenn man einen Fitnesskanal hat und dementsprechend, klar, sorry, den einen oder anderen nervt, aber manchmal muss man halt auch selber irgendwie gucken, wo man bleibt. Next one, ist THC für dich etwas, das du Mama, er wollte wahrscheinlich, oder sie wollte mal schreiben, ausprobieren würdest, zum Beispiel in Form von Cookies statt Rauchen? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe schon mal THC genommen, also ich habe noch nie wirklich einen Joint geraucht, ich mag das auch nicht, irgendwie einen Joint zu rauchen, aber ich war letztes Jahr in Kanada. Generell brauchst du nicht. Nee, ich rauche gar nicht. Also ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben geraucht. Ich habe einmal an einem Joint gezogen, war aber auch kacke, würde ich nicht mehr machen. Ich nehme ja CBD, ne? Das ist natürlich der Teil von der Pflanze quasi, der nicht stimulierende Effekte hat. THC ist halt dann, wenn du halt das Ganze nimmst oder der andere Stoff quasi drin. Ich habe, letztes Jahr war ich in Kanada und in Kanada ist das, ich weiß nicht, ob es überall in Kanada legalisiert ist, zumindest in Montreal, in Quebec, im französischen Teil. Und da habe ich mit meinem Bruder und meiner Mutter, wir sind durch Montreal gelaufen und haben uns das Ding reingepfeffert, also in Form von Öl. Und das war echt ein cooles Gefühl. Man hatte so nach ein paar Minuten das Gefühl, man fliegt so durch die Stadt. Aber ich sag mal so, wenn es irgendwo legal ist, dann würde ich es auch ausprobieren, weil es hat natürlich auch gute Seiten. Und wenn du in zum Beispiel in Kanada, ist das wie so eine Apotheke, du gehst rein, du musst halt 18 sein und sagst, guck mal hier, ich hätte gern so einen Anteil THC, so einen Anteil CBD.
Und dann ist das auch in einem Verhältnis, dass ich das nicht komplett aus den Socken klatschen kann. Und dann kannst du es einsetzen, wie du möchtest. Und ich finde das nicht schlimm. Wie gesagt, ich trinke keinen Alkohol, nehme sonst keine Drogen. Dann finde ich THC in Ordnung. Ich finde auch, man kann das legalisieren. Wahrscheinlich ist es dann sogar besser, als wenn man es illegal irgendwo kriegt und die Leute sich das reinballern und da irgendwie so ein Markt entsteht. Warum fliegt ihr nicht in den Urlaub? Nächste Frage. Ja, ganz ehrlich so. Man kann theoretisch in den Urlaub fliegen irgendwo. Ich sehe viele Influencer, die gerade irgendwie Dubai und so weiter sind oder in Mexiko, was gibt's noch? Es gibt ja ein paar Orte, wo man hin kann, Bali, bla bla bla. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben das ernsthaft überlegt, auch mit Nock, weil wir seit einem Jahr hocken wir zusammen auf der Pelle. Also sie arbeitet zu Hause, ich arbeite zu Hause, wir haben sehr, sehr viel jetzt 2020 gearbeitet. Es ist auch irgendwann für die Beziehung so ein bisschen vielleicht ein Killer, wenn man die ganze Zeit aufeinander hockt und jeder macht sein Ding, man existiert so nebeneinander und wenn man von zu Hause arbeitet, ist es schwer, Abstand von der Arbeit zu gewinnen. Also bei mir ist es so, ich wache in meiner Arbeit auf und gehe meine Arbeit schlafen. Das ist jeden Tag ohne Wochenende, ohne Pause. Und da hat mir immer ein Urlaub geholfen, abzuschalten. Und das hat komplett jetzt ein Jahr gefehlt, muss ich ehrlich gestehen. Du drehst auch irgendwann wirklich durch. Und dann haben wir auch überlegt, komm, scheiß mal auf die Meinung, was andere denken. Wir machen das jetzt eine Woche, damit uns einfach wieder besser geht. So, ne? Aber nichtdestotrotz habe ich gedacht, so, nee, das passt halt gerade nicht. Das ist halt irgendwie nicht cool, gerade Urlaub zu machen. Obwohl wir auch zum Beispiel, meine Großeltern, wir haben eine Ferienwohnung im eigenen Besitz in Winterberg. Winterberg ist ja dieser Skiort, wo jetzt auch die Straßen gesperrt wurden, weil alle dahin strömen zum Rodeln. Wir haben auch überlegt, bevor das halt gerade so in dem Trend war, dass wir da einfach mit dem Hund spazieren, ein bisschen durch den Wald, einfach von allem weg. Wir rodeln ja nicht oder fahren kein Ski, einfach dahin fahren, unsere Ruhe irgendwo im Wald. Aber selbst das haben wir jetzt gesagt, so wenn jetzt das wieder so negativ in der Presse ist, dass da alle irgendwie Skiurlaub machen oder Rodeln fahren, ist es nicht cool, gerade dahin zu fahren. Das haben wir dann auch jetzt sein lassen. Deswegen, also es ist in meinen Augen, was Covid angeht, kann man das natürlich, man kann nach Dubai fliegen, nach Mexiko, sonst was, ohne dass man da ein Risiko hat. Man wird ja durchgetestet. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Es ist eher die moralische Komponente, wo man jetzt sagt, ist das jetzt cool anderen Leuten gegenüber, wenn man das so egoistisch für sich entscheidet. Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich finde es okay, wenn andere das machen. Ich bin nicht der Typ, der sich jetzt über andere Leute aufregt, so sollen die es machen. Ich hatte auch die Gedanken, aber ich finde, es passt halt gerade nicht so. Und da kann man noch ein halbes Jahr warten, vielleicht geht es im Sommer, so sehe ich das. Da muss man halt noch durchackern und da muss man durchhalten. Alle müssen gerade durchhalten, also können wir auch durchhalten. So. Also es gibt, ich sag mal, dieses ganze Ding geht mir auch manchmal auf die Eier. Natürlich ist alles scheiße. Aber ey, es gibt Leute, die haben in einem Zweiten Weltkrieg gelebt, denen sind Bomben auf den Kopf gefallen, die hatten nichts zu fressen. So, man muss auch immer so verhältnismäßig sehen, natürlich ist alles scheiße gerade, aber es geht noch viel schlimmer, wenn man Pech hat. So. Und deswegen muss man auch irgendwie so ein bisschen Kampfgeist entwickeln und sagen, komm, wir ziehen jetzt mal die Scheiße noch durch und irgendwann ist das Kackding vorbei. Aber wir müssen nicht verhungern, wir haben ein Dach über dem Kopf, draußen liegt Schnee, mir ist nicht kalt, hier drin kann ein T-Shirt drüber. Man muss auch mal so ein bisschen manchmal sehen, was man trotz allem noch hat. So sehe ich das, ne? Und da muss man jetzt nicht unbedingt in den Urlaub, weil das ist jetzt nicht das Wichtigste. So. Das ist ähnlich die Frage. Wie entwickelt sich das Kaufverhalten der Menschen durch die Pandemie? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache ja Online-Produkte, verkaufe das ja alles online. Meine Freundin Nock macht Online-Marketing für eine große Firma und man muss sagen, die Leute kaufen wirklich mehr. Also ohne, dass ich sage, ihr kauft jetzt noch mehr von mir. Aber es ist natürlich so, die Leute sitzen zu Hause, haben wenig zu tun, kaufen, man sieht das ja an den Zahlen, Amazon macht die krassesten Umsätze. Also das Kaufverhalten ist schon so ein bisschen so, dass die Leute einfach mehr kaufen, wahrscheinlich auch Sachen, die man nicht braucht. Ich habe letztens vor ein paar Tagen auf Netflix diese Doku gesehen, müssen wir mal gucken, Minimalismus, wo man Leute präsentiert, die davon wegkommen, Dinge zu kaufen. Es ist ja auch ziemlich krank inzwischen. Wir haben auch die ganze Wohnung voll mit Alexa. Bumm, schon geht's los, ne? Die hören ja ständig mit. So, das heißt, du wirst ja ständig durch Ads dann zugeballert und komplett beeinflusst, was du noch brauchst. Scheinbar, was du eigentlich gar nicht brauchst. Das ist schon ziemlich krank und ich glaube, das hat jetzt nochmal durch die Pandemie ein anderes Level angenommen, wo die Leute halt so ziemlich auch durch Marketing gezielt beeinflusst werden, was schon richtig krank ist. Man muss irgendwann auch vielleicht für sich so ein bisschen erkennen, dass man da einfach sagt, nee, das ist jetzt alles so, das wird mir nur vorgegaukelt. Ne? Man muss irgendwann auch für sich erkennen, so, ich brauche das jetzt nicht wirklich. So. Ne? Aber natürlich, wenn man zu Hause gerade sitzt, nichts zu tun hat, dann kauft man sich Dinge. Wir haben uns jetzt einen Pizzaofen gekauft. Ich meine, es macht Bock. Ob man das wirklich braucht, ist immer die Frage. Aber man hat auf einmal so, man holt sich die Sachen nach Hause, die man sonst draußen machen konnte, denke ich manchmal so, mit dem Homegym. Ne? Lässt du dich gegen Corona impfen, sobald es geht? Das ist wieder so ein Thema, guck, da habe ich jetzt meine Meinung. Und wenn ich dir jetzt veräußere, meine Meinung zum Thema, werden gleich 3 Millionen, okay, bei mir vielleicht 10 Leute, ja, in die Kommentare schreiben, wie kannst du nur, bla bla. Lasst mich meine Meinung haben, habt eure, okay?
Ich sag so, mein Ding zu dem Thema Impfung ist, so, A, wenn ich mich impfen lassen wollte jetzt, würde ich sowieso keine kriegen. Das ist ja eh Debakel. Das heißt, noch nicht mal die gefährdeten Gruppen haben jetzt die Möglichkeit, teilweise sich impfen zu lassen, weil die das nicht geschissen kriegen mit den Impfdosen in Deutschland. Das heißt, selbst wenn ich wollte, könnte ich das wahrscheinlich allerfrühestens überhaupt, gehe ich mal von aus zumindest, Ende des Jahres. Das heißt, zumindest so kurzzeitige Nebenwirkungen wird man schon erkennen, wenn man ein Jahr Menschen durchimpft, ob da irgendwie was Schlimmes ist, dran ist. Das heißt, dann bin ich schon nicht mal Versuchskaninchen Nummer 1. Dann bin ich an dem Punkt, wo ich sage, wenn ich es nicht unbedingt, also wenn es einem nicht aufgezwungen wird, bin ich einigermaßen gesund, dass ich es wahrscheinlich nicht benötige, weil ich eine Covid-Erkrankung hoffentlich überleben würde. Kann man ja leider auch nicht so pauschalisieren. Aber ich denke halt so, wenn das halt Prämisse ist, wenn halt vor allem nicht Deutschland, sondern andere Länder sagen, wenn du in unser Land reisen möchtest, zum Beispiel USA oder bla, und ich möchte unbedingt wieder nach Miami irgendwann, wenn es wieder geht, und da wird halt vorgeschrieben, dass man einen Impfpass hat, wo das drinsteht, dann würde ich sagen, ey, dann mache ich das, weil... ob ich in 30 Jahren mal ein bisschen Ausschlag wegen der Impfung kriege oder keine Ahnung was, aber mein Leben lang nicht das machen kann, was ich möchte, das steht für mich nicht im Verhältnis. Und dann mache ich das so mit dem minimalen Risiko, dass mir irgendwann eine Nebenwirkung geht, aber ich kann mein Leben leben. So sehe ich das halt so, und das könnt ihr sehen, wie ihr möchtet. So, ne? Bin ich mit meinem Jahr 2020 zufrieden? Definitiv, weil ich habe, wie gesagt, die Fitnessanleitung rausgebracht. Wir haben unseren Hund, den Taco, den Kleinen, der gerade rumgebellt hat, bekommen. Das ist auch immer so ein Highlight, wie so ein Familienmitglied, was dazugekommen ist. Wir haben trotz allem einen kurzen Kreta-Urlaub gehabt im Sommer, wo halt die Lage so ein bisschen scheinbar entspannter war. Wir waren kurz auf Rügen. So, also im Endeffekt habe ich, oder wir haben das Beste draus gemacht. So, und dementsprechend kann ich mir nichts vorwerfen. Ich habe viel gearbeitet, viel geackert, habe mit Powerfood noch ein Unternehmen aufgebaut. Also ich bin immer so, wenn die Situation scheiße ist, dann versuche ich das Beste draus zu machen. Und ich glaube, das ist mit 2020 gelungen. Und alles, was ich nicht beeinflussen kann, das kann ich halt nicht beeinflussen. Da brauche ich mir auch nicht den Kopf drum machen. So, ob ich noch Kontakt zu Smart Gains und Johannes Lukas habe. Zu Johannes definitiv, der war auch hier in der neuen Wohnung schon mal zum Besuch. Wir haben gekocht zusammen. Ne, wir haben Essen bestellt, glaube ich. Ich habe mit Johannes ein Hähnchen, Reis und Brokkoli gemacht. Das isst er ja nur. Und die anderen haben Pizza bestellt. Mit Johannes ja hin und wieder, immer wieder. Ist auf jeden Fall ein guter Kumpel. Benny habe ich länger nichts mehr von gehört. Er ist ja jetzt, glaube ich, auch ausgewandert nach Zypern. Also Benny, wenn du es siehst, wahrscheinlich nicht. Aber alles Gute auf jeden Fall. Geiler Schritt. Finde ich auch. Man muss einfach, wenn man das Gefühl hat, was zu verändern, dann sollte man was verändern. Selbst wenn es Auswandern ist. Da spielen wir ja auch manchmal mit dem Gedanken. Zypern, keine Ahnung, ob das jetzt die Steuern sind oder sonst was. Mein erstes Reiseziel oder Auswanderziel wäre jetzt nicht Zypern, aber wenigstens geiles Wetter. Und finde ich cool, den Schritt. Und vielleicht kommt man ja nochmal in Kontakt. So, ne? War auf jeden Fall damals eine coole Story mit dem Wettkampf. Denkst du, die Leute wären unzufrieden durch die Corona-Krise? Ich glaube, die Frage muss ich nicht beantworten. Also das ist natürlich, das ist so, selbst für die Hartgesonnen. Ich sag mal so, ich bin da so, habt ihr ja schon mitbekommen, mir geht es nicht so schlecht durch die Corona-Krise. Beruflich bin ich jetzt nicht so beeinflusst. Ich habe hier viele Möglichkeiten trotz allem. Und trotz allem, dass ich so da relativ stabil bin, was es angeht, ne? Weil ich nicht so krass vielleicht persönlich betroffen bin von dem Ganzen, merke ich doch schon, dass es mich krass unzufrieden macht, weil mir einfach wichtige Dinge fehlen, wie halt mal einen Urlaub machen, um abzuschalten, wie einfach mal so ein bisschen so eine räumliche Trennung und all diesen ganzen Kram, das fehlt halt echt so und das macht einen natürlich kaputt, egal wie stabil du bist und deswegen kann ich auch das voll nachvollziehen, wenn Leute vielleicht demonstrieren gehen oder sich übelst aufregen über die Regierung oder sonst was, weil es gibt Leute, die sind definitiv viel härter betroffen als ich und wenn ich in dieser Situation wäre und das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive sehen würde, weil ich jetzt gerade pleite oder privat insolvent bin, vielleicht aber auch so, es kann ja auch die andere Seite sein, dass ich einen Angehörigen verloren habe durch Corona oder so. Natürlich würde mich das noch viel mehr runterziehen. Deswegen versuche ich auch immer so zu sehen, dass es mir eigentlich ganz gut auch mit diesem ganzen Thema noch geht. Und trotz allem macht mich das immer wieder unzufrieden. Auch mich holt es ein, aber man muss halt das Beste draus machen. Und in dem Fall würde ich sagen, ihr haltet weiter durch. Es ist vielleicht nur noch eine Frage von ein paar Monaten. Vielleicht nicht mehr von ein, zwei Jahren so. Und dann haben wir das Ding halt auch durch. Ich meine, vielleicht kommt dann irgendwann wieder was Neues, aber that's life. So, es geht immer hoch und runter und ich glaube, auch wenn man unten ist, muss man einfach das Beste draus machen, weil das verstehe ich manchmal nicht, dass Leute dann halt diese Opferrolle einnehmen. Verstehst du? Ich sage immer wieder, wenn man einmal dann an dem Punkt ist und sagt, ja, ist ja alles scheiße, ich kann nichts machen. Nee, du kannst immer das Beste noch draus machen, weil wenn du es nicht machst, macht es keiner für dich. Frau Merkel oder wer, ich will überhaupt gar keinen Schimpf, wird dein Leben nicht verbessern oder verändern. Egal wie die entscheiden, das wird sich im Moment nichts für dich groß wahrscheinlich verändern. Und dann kannst nur du zu Hause in deinen vier Räumen das Beste draus machen. Fang an zu zeichnen, mal ein Bild, lern Spanisch oder Chinesisch oder sonst was. Kannst Klavier spielen, mach Gitarre, keine Ahnung. Ganz Tag Eier schaukeln. Du kannst alles machen, aber mach das Beste draus. Ich sag mal so, ne? Irgendwie nutzen die Zeit. So, ich bin raus. Könnt ihr mal kommentieren, wie es euch mit der Lage geht und was für Vorsätze ihr fürs neue Jahr habt. Fürs neue Jahr. Ich bin raus und kauft.
viel Werbung. 240 Seiten, Fitnesswissen, jetzt erhältlich, das Buch. Ich blätter nochmal für euch durch, nochmal den Werbegeier machen. Ich sag mal, das ist wirklich cool. Also ich sage immer so eins, ich verkaufe Dinge, die ich auch meinen Eltern und meinen Freunden verkaufen würde. Ich habe wirklich zu Weihnachten das Buch meinen Eltern geschenkt, die Bänder, meine Mutter trainiert es immer fleißig zu Hause, nimmt sich den Energy Shot morgens. Oh Christoph, ich trinke jetzt gar keinen Kaffee mehr, das haut ja voll rein, ich bin da richtig, richtig wach, das ist richtig gut, habe richtig Energie, und dann trainiert sie mit den Bändern und hat ein paar Tipps aus dem Buch. Und ich denke, wenn man so seine Angebote seinen Freunden und seiner Familie verkaufen kann, dann kann man dahinter stehen. Aber ich glaube, es gibt viele Leute da draußen, die verkaufen Dinge, die würden sie nie ihren Eltern und ihren Freunden verkaufen. Und das müsst ihr mal im Hinterkopf haben. Also, ciao. Ich habe auch kein Buch. Ja, Timo, hast du echt noch keins? Nee. Kannst du gleich mitnehmen. Also, du kriegst ein eingeschweißtes Plastikmüll dabei. Haben auch schon welche gesagt, wie kannst du nur mit Plastikmüll dabei? Ja, weil es zwischengelagert wird. Ich will, dass das Buch heil ankommt. So, ne? Ich bin raus. Schön.